Das Unternehmen arbeitet daran, die Bereitschaft der entwickelten aeroderivativen H2-Technologie zu testen. Prönergy hat angekündigt, dass seine Anlage die Tests für Wasserstoffbrennstoffe ausweiten wird, die sie durchgeführt hat, um ihre Bereitschaft im Jahr 2022 zu bestimmen. Die Tests werden in einer Stringtestanlage stattfinden, die eine einzigartige Einrichtung auf Werksebene ist. Die Proenergie-Anlage, in der die Wasserstoff-Kraftstofftests stattfinden, spiegelt reale Betriebsbedingungen wider. Auch diese Anlage ist netzunabhängig. Das in Missouri gelegene Werk verfügt über sich entwickelnde Fähigkeiten und wird seinen Dienst als Testgelände für LM6000, PC- und PD-Einheiten weiterhin aufrechterhalten. Es wird eine Rolle bei der Erweiterung des aeroderivativen Kraftstoffflexibilitäts- und Widerstandspotenzials spielen. Die Wasserstoff-Kraftstofftests beginnen unter dem etablierten 3,0% H2-Mix und werden schrittweise gesteigert. Die Tests beginnen bei einem Mischungsniveau, das unter dem etablierten 30%-Mix von H2 liegt. Im Laufe der Zeit wird dieses Niveau schrittweise erhöht, bis es 50% erreicht. Letztendlich ist das langfristige Ziel der Kombination, 100% H2 zu erreichen. Die Anlage, in der die Tests stattfinden, ist mit einem eigenen 60-Megawatt-Lastbanksystem ausgestattet. Infolgedessen wird es der Anlage möglich sein, einen Testprozess mit voller Geschwindigkeit und Volllast durchzuführen, der nicht durch die Einschränkungen des Netzes und einer Reihe von Fähigkeiten des LM6000 eingeschränkt ist. Darüber hinaus verfügt die Anlage über zwei vollständige Steuerungssysteme. Damit erstreckt sich der Wasserstoff-Kraftstofftest der Einrichtung vollständig auf die LM6000 PC- und PD-Motoren. H2 ist zu einer kritischen Energiequelle im globalen Übergang zur Dekarbonisierung geworden. Es bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter den CO2-emissionsfreien Einsatz in Brennstoffzellen. Darüber hinaus kann es in Pipelines transportiert werden und schwer zu reduzierende Branchen wie Chemie, Stahlherstellung, Schifffahrt und Transport mit Energie versorgen. Regierungen und Unternehmen weltweit haben im Rahmen ihrer umfassenderen Strategien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Kampf gegen den Klimawandel in H2 investiert. Wasserstoffkraftstofftests wie diese tragen dazu bei, die Technologien zu beweisen, die kurz- und längerfristig eine zentrale Rolle bei der Einführung sauberer Energie spielen werden. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.